Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mir jetzt einen neuen Auspuff bestellt und noch ein paar andere Sachen, die wollte ich mal ganz kurz in so einem ganz kleinen Video zeigen. Und ich habe mich jetzt auch entschieden, was für einen Auspuff ich mir jetzt geholt habe. Ich habe ihn jetzt wie heißt der Laden nochmal? Scooter Pro Sports habe ich mir das bestellt. Ich habe einfach meinen Roller dort eingegeben. Und ja, dann hat er mir halt alle Pötte gezeigt, die passen. Und ich habe mir jetzt diesen hier ausgewählt. Das ist nämlich der. Und wer weiß es, wer sieht es. Das ist der Silent Pro. Technicar Silent Pro. Ich habe mir den bestellt, weil ich halt einfach einen Standard-Ersatz-Auspuff haben wollte. Und ja, dieser erschien mir halt irgendwie auch am sinnvollsten und vor allem auch am unauffälligsten. Ja, den habe ich mir bestellt. Dazu gab es zu dem Auspuff im Lieferumfang, kann ich noch mal kurz zeigen, gibt es nur diese Abstandshalter. Keine Schrauben, das hat mich ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich sein soll. Die Schrauben, die habe ich mir noch mal extra neu bestellt. 50 Cent pro Schraube habe ich mir gleich ein paar mehr bestellt. Ja, ich wollte den Auspuff gleich erstmal dran tun. Ich will den noch nicht entdrosseln oder sowas. Ich will erst einfach nur mal gucken, ob der überhaupt dran passt. Und wenn er wirklich dran passt, dann würde ich dann die Drossel hier rausholen. Sieht man jetzt natürlich nicht, das Licht ist ein bisschen kacke, aber hier ist halt ein Schweißpunkt mit der Drossel drin. Und ja, die würde ich dann rausholen. Auf jeden Fall. Was habe ich mir noch bestellt? Ich habe mir einen Seitenständer bestellt von Busetti. Ich finde die Teile ja so praktisch. Ne? Viele sagen ja, die sind kacke und so, wegen den Federn, weil die mal rausspringen oder sowas in der Art. Aber ich liebe die Teile. Und dazu gab es halt wirklich alle Schrauben, die man braucht. Ne? Zwei Schrauben, zwei Muttern und diese Unterlegscheiben. Gab es dazu. Was habe ich noch bestellt? Ich habe mir dann noch dreimal Zweitaktöl bestellt. Das ist ein teilsynthetisches Öl. Das kostet 5 Euro und das ist echt gut. Ne? Echt gut. Ich bestelle mir dann immer ein paar gleich mit. Ne? Jetzt habe ich in dem Fall drei. Ich habe noch zwei zu Hause, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt einmal auch bestelle und Versandkosten bezahle, dann gleich Zweitaktöl einfach mitbestellen, weil das braucht man eh. Das war's. Das ist meine komplette Bestellung. Was habe ich bezahlt? Ich habe insgesamt knapp 120 Euro bezahlt. Kommt das hin? Ja, kommt hin. Ja, ich baue den Pott jetzt ein. Ja, ich überlege, ob ich da einen Livestream mitmachen soll, aber ich glaube nicht, weil das sind nur 4 Schrauben. Und ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.